Wir stehen hier im ersten Hof des Allgemeinen Wiener Krankenhauses, wo 1963 der Professor Meierhofer mit einem Häuflein engagierter Mitkämpfer die erste österreichische Intensivstation gegründet hat. Die Arbeit war nicht einfach, weil zum Beispiel der Operationssaal der berühmten ersten Chirurgie war hier im ersten Stock ohne Verbindung über ein Dach. Man musste bei Wind und Hagel mit den Patienten hier über den freien Hof fahren, um sie dann weiter zu behandeln, da und dort. Jedenfalls ist aus dieser Intensivstation die gesamte österreichische Intensivmedizin, die mittlerweile 2500 Betten umfasst, wovon man in der Corona-Zeit jetzt gerade sehr viel gehört hat, wo Österreich gut aufgestellt ist, hervorgegangen. Es ist auch der Platz, wo im vorvorigen Jahrhundert Theodor Billroth die ersten großen Operationen gemacht hat, die Magenresektionen, die Kehlkopfoperationen. Also eine geschichtsträchtige, sehr ambitionierte Entwicklung. Und ich kann nur aus der damaligen Zeit sagen, die Leute haben medizinisch nach den Sternen gegriffen, die Füße waren am Boden dabei und das Herz am richtigen Fleck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein verehrter Altchef, Herr Universitätsprofessor Dr. Dr. H.C. Multiplex Otto Meierhofer feiert demnächst seinen 100. Geburtstag. Er war Ordinarius an der Universitätsklinik für Anästhesie und allgemeine Intensivmedizin in Wien und erzählt Ihnen, wie er gemeinsam mit einer Handvoll anderer Pioniere das Fachgebiet aufbauen und etablieren konnte, unter Bedingungen, die sich heute niemand mehr vorstellen kann. Lieber Teddy, wir sind alle gespannt, was du uns erzählst von der schweren Zeit nach dem Krieg und deiner enormen Aufbauarbeit. Danke, lieber Michael. Ich möchte mit ein paar Sätzen ganz weit zurückgehen in meine früheste Jugend, wo die scheußlichste Erinnerung an ein Geschehen, bevor ich in die erste Klasse Volksschule eingetreten bin, meine Mandeloperation war. Da waren 5 Leute beteiligt, 4 mussten mich halten und der 5. hat die Narkose gemacht. Ich habe geschrien wie am Spieß und das Zeug hat gestunken und ich habe dann, wie alles vorbei war, im Taxi alles voll gemacht. Meine Mutter, auf die war ich sehr, sehr böse, wochenlang, weil sie mir nur gesagt hat, du wirst nichts spüren, die Mandeln müssen raus, bevor du in die Schule kommst, du wirst nichts spüren, du wirst schlafen. Letzteres hat tatsächlich gestimmt, aber gespürt habe ich einiges und vor allem gerochen. Und dann im Gymnasium, ich bin in Baden in die Schule gegangen, hat der Klassenvorstand schon in der Unterstufe immer wiederholt, Buben, ihr müsst im Leben Entscheidungen treffen, das ist das Allerwichtigste. Eine falsche Entscheidung ist immer noch besser wie gar keine, denn sonst machen die anderen die Entscheidungen über dich. Und das klingt mir immer wieder nach und ich war mehrfach in meinem Leben in der Situation, dass ich Entscheidungen treffen musste. Und mein Klassenvorstand war hinter mir virtuell und hat gesagt, ja, ja, machen wir. Ich bin dann in der Klasse, in der Schule, immer der Jüngste gewesen, weil ich eben noch als Novembergeborener noch vor meinem tatsächlichen Geburtstag in die erste Klasse Volksschule gegangen bin. Und da kommt der erste Umstand bei der Matura schon dazu. Ich war damals im Jahr 38, wie die deutschen Truppen einmarschiert sind, erst 17,5 Jahre alt, aber schon in der Matura. Die schriftlichen hat man hinter uns gehabt. Und
die mündlichen noch vor uns. Und ich bin ziemlich rasch draufgekommen, dass im Hitlerregime 2 Jahre Wehrdienstverpflichtung sind. Und die müssen auf jeden Fall vor dem 22. Lebensjahr erledigt sein. Und da habe ich zum ersten Mal schon meinem Klassenvorstand folgend eine eigene Entscheidung getroffen. Ich habe erklärt, ich möchte freiwillig sofort im Herbst meinen Wehrdienst beginnen, damit ich dann mein Studium nicht zwischendurch unterbrechen muss. Und das ist in meinen Papieren beim Eintritt in den Wehrdienst zum deutschen Militär festgehalten worden. Und wie der Krieg dann ausgebrochen ist, 2 Jahre später, im Dezember 1939, habe ich bereits ein Vierteljahr Wehrdienst hinter mir gehabt. Und natürlich wusste das Regime, dass man Krieg nur dann ordentlich führen kann, wenn man auch genügend Ärzte hat, um die Verwundeten zu betreuen. Und es wurden Studentenkompanien eingerichtet in den großen Städten, wo medizinische Fakultäten waren. Und das habe ich erfahren und habe mich gemeldet beim Regimentskommandanten. Und die haben nachgeschaut, ja, das haben wir vergessen zu melden. Aber da steht es tatsächlich in ihren Papieren, dass sie Medizin studieren wollten und dass das der Grund war, warum sie so zeitig den Wehrdienst begonnen haben. Und noch am selben Tag habe ich einen Marschbefehl nach Wien bekommen, noch dazu, wo eine Studentenkompanie der Luftwaffe gerade im Aufbau begriffen war. Und so konnte ich im Januar 1940 mit dem Medizinstudium beginnen und war mit der Faust im Nacken im Jahr 44, also genau 5 Kalenderjahre nachher, im Dezember schon promovierter Arzt. Das war einer der großen Glücksfälle schon zu Beginn meiner ärztlichen Laufbahn. Und nach dem Krieg wollte ich Chirurg werden und war in Wien im Allgemeinen Krankenhaus und durfte zunächst als unbezahlter Hilfsarzt und dann später als kleiner Assistent Narkosen machen, vorwiegend im Operationssaal bin. Und auch wieder der Tropfnarkosen. Noch immer waren damals die Äthertropfnarkosen und Lokal- und Regionalanästhesien die Schmerzausschaltungsmethoden der Wahl. Und im Frühsommer 1947 kam eine amerikanische, von irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation gesponserte Ärztegruppe aus USA zu uns. Und darunter war auch ein Thoraxchirurg, sprich offener Brustkorb aus New York und ein Anästhesist, der ihm die Narkosen gemacht hat. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man ungestraft den Brustkorb aufmachen kann und der Patient weiterhin atmen kann, weil er die Unterstützung mit dem Atembeutel, den der Anästhesist in der Hand hält, aufrechterhalten kann. Und das hat mir so imponiert, dass ich gesagt habe, das ist ein Fach, das im Aufstreben befindlich ist und das möchte ich erlernen. Und mein Chef, der Professor Denk, hat die offene Thoraxchirurgie an den Lungen, ans Herz hat man damals ja noch gar nicht gedacht, aber zumindest Lunge und Speiseröhre, wo man nur hinkommt, wenn der Brustkorb eröffnet ist. Der war sofort Feuer und Flamme und hat mir ein Stipendium nach England verschafft über den British Council. Und dort war die erste Frage, was haben Sie
während der Hitlerzeit gemacht. Da habe ich sagen können, ich war nur beim Militär. Ich habe mit der Partei nie was zu tun gehabt. Okay. Und meine ehrgeizige Mutter hat mir ja schon in der Volksschule Englischunterricht privat geben lassen. Also mit der Sprache habe ich auch keine Probleme gehabt bei der Prüfung. Und auf diese Weise bin ich sofort im Herbst des gleichen Jahres, in dem ich im Sommer begonnen hatte zu erklären, dass ich Anästhesist werden möchte, die Möglichkeit, 6 Monate in England zu verbringen und eine Basiseinschulung zu bekommen. Die Angelsachsen neigen dazu, dass sie Dinge, die wichtig sind, weiterentwickeln. Und bei uns im ganzen deutschen Sprachgebiet hat niemand irgendwas Besonderes daran gefunden. Man konnte ja auch Lokalanästhesie machen, Lumbalanästhesie. Also niemand hat daran gedacht, dass man für Operationen im offenen Brustkorb ja eine Beatmung in irgendeiner Form braucht. Und es ist unglaublich, dass sich fast 100 Jahre die uralte Äthernarkose in ganz Mitteleuropa, überall, in allen Ländern, nicht nur in Österreich, so lange gehalten hat. Ja, und ein weiterer Umstand, bei dem mir meine Sprachkenntnisse geholfen haben, war, dass im Jahr 1948, wie ich im Operationssaal eben schon fleißig tätig war und jüngere Kollegen eingeschult habe, eine junge Frau von der Oberin gebracht wurde, eine Amerikanerin, die ihren Mann, als Geschäftsmann, ihren Mann begleitet hat und vom Beruf Krankenschwester war. Die wollte sich in der Zeit, wo sie eben hier in Wien war, über die österreichische Medizin ein wenig informieren. Und die Oberin wusste, dass ich als 6-monatiger Stipendist mit guten englischen Sprachkenntnissen zurückgekommen bin und hat sie mir beigefügt. Und ich war 2 Tage neben mir, hat mich ausgefasselt, aber hat mich nicht gestört, weil ich meine Narkosen machen konnte und die eben als Beiwagen neben mir gehabt habe. Und zu Weihnachten hat sie sich bedankt mit einem Weihnachtsgruß und geschrieben, sie wäre jetzt in New York im Columbia Presbyterian Hospital. Das ist die von der Columbia-Universität, das Lehrspital, und hat sich erkundigt, ob Ausländer zur Anästhesieausbildung angenommen werden. Und kehr um die Hand habe ich einen Brief von dort bekommen und musste nur zwei Personen, die was über mich schreiben konnten, bitten, Briefe zu schreiben, um meinen Antrag zu unterstützen. Das habe ich einen englischen Kollegen, bei dem ich gelernt habe, und natürlich meinen eigenen Chef, den Professor Denk, gebeten. Und ich bin innerhalb von wenigen Wochen eingeladen worden, mit 1. Juli 1949 in New York an einer der besten medizinischen Ausbildungsstätten der USA einzutreten. Also auch dort war ich zur richtigen Zeit am richtigen Platz und habe zunächst 12 Monate und dann noch 3 weitere Monate dazu bleiben können, um meine Facharztprüfung noch zu erledigen und mit einem Facharztdiplom nach Österreich zurückzukommen. Und der Rest war jetzt gelaufen wie geschmiert und es ging dann immer weiter und weiter und weiter. Aber so hat es begonnen. Das Wesentliche ist, dass der Angstfaktor, was ein stinkendes Zeug einatmen zu müssen, weggefallen ist. Man wusste, dass man als Erwachsener mit einer intravenösen Injektion eines Schlafmittels einmal das Bewusstsein verliert und dann erst die richtige Narkose anfängt. Und bei Kindern konnte man das Gleiche mit einem Mini-Klysma machen, die Kinder rektal einschläfern und mit der Narkose beginnen.
Es war also vermenschlicht, dieser Teil der Medizin. Und das war, glaube ich, der wesentlichste Punkt überhaupt. Natürlich ist dann dazugekommen, dass durch die Möglichkeiten der Anästhesie mit der Intubation und der Beatmung, teils mit der Hand, teils maschinell, auch ganz große Operationen und schließlich auch Herzoperationen durchgeführt werden konnten, Transplantationen, das alles, diese ganz große moderne Chirurgie hat sich nur entwickeln können aufgrund der Modernisierung, der kompletten Modernisierung der Narkosemethoden. Nach meiner Rückkehr 1950, kurz vor meinem 30. Geburtstag, habe ich mit Wissen oder Zustimmung und Unterstützung meines Chefs die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie gegründet. Und wir haben immerhin 40 Leute zustande gebracht aus ganz Österreich, die schon in der Anästhesie tätig waren, obwohl es das Fach noch gar nicht gegeben hat. Aber die irgendwo, entweder bei uns an der Klinik oder auch im Ausland, irgendwo eine Basis-Anästhesie-Ausbildung gehabt haben. Und wie die Weltgesellschaft der Anästhesiegesellschaften sich formiert hat, 4 Jahre später, war die kleine österreichische Anästhesiegesellschaft, die damals schon 80 Mitglieder oder 90 gehabt hat, mitbeteiligt. Und ich war der österreichische Delegierte in Holland bei diesem ersten Weltkongress. Und die deutschen und Schweizer Kollegen haben darauf bestanden, dass ich die deutschsprachigen Anästhesiegesellschaft vertreten soll. Warum? Erstens war ich tatsächlich der fachlich am längsten Tätige. Zweitens habe ich natürlich durch die langen Aufenthalte in englischsprachigen Ländern ausreichend gut Englisch gekonnt. Und dadurch bin ich in den Leitungsausschuss der Weltgesellschaft für Anästhesie schon als 34- oder 35-Jähriger hineingekommen und habe dann die Möglichkeit gehabt, von Weltkongress zu Weltkongress ein bisschen aufzusteigen. Zunächst einmal als Sekretär des Weltbundes und dann letzten Endes mit knapp über 50 war ich der jüngste Weltpräsident der Anästhesisten, die von den damals schon ungefähr 40 oder 50 Gesellschaften, die darin vertreten waren. Wie kann man sich die Geburt der Intensivmedizin jetzt eigentlich in Österreich vorstellen? Naja, ich wurde nach meiner Rückkehr aus England zuerst vom Professor Denk, dem Chef der Chirurgie, verliehen an benachbarte Kliniken innerhalb des AKHs, vor allem für größere Operationen. Und dann war in jeder dieser Kliniken waren 1, 2 Leute, die das auch machen wollten und erlernen wollten. Und auf diese Weise haben wir zunächst einmal eine Mini-Abteilung für benachbarte Kliniken unter meiner Leitung gebildet. Und dazu gekommen sind Leute aus anderen städtischen Kliniken oder Spitälern und von auswärts. Da ist das Ganze immer größer und größer geworden, wie eine Lawine. Und eines Tages hat es geheißen, wir brauchen eine zentrale Anästhesieabteilung für das ganze AKH. Schon allein deshalb, damit die in Ausbildung stehenden Anästhesisten nicht nur in einem operativen Fach, sondern
für die ganze operative Chirurgie eingeschult werden. Und wie der Professor Denk in die Pension gegangen ist, hat er ein Extraordinariat für Anästhesiologie für die Fakultät beantragt im Ministerium. Und dieser Antrag wurde bewilligt. Und dann sind meine beiden großen Feinde aufgestanden in der Fakultät. Der Professor Schönbauer, der Chef der anderen chirurgischen Klinik. Und vor allem der Professor Fellinger, der Internist, der in der Anästhesie eine gewisse Konkurrenz gesehen hat. Und der Schönbauer, der die Macht im Operationssaal nicht mit einem anderen teilen wollte. Ich war damals Ende 30, 37, 38, wie der Planposten eines Professors für die Wiener Medizinische Fakultät bereits existiert hat. Aber es war niemand da, der gesagt hat, na, das soll der Meierhofer machen. Im Gegenteil. Die sind in Innsbruck drauf gekommen, dass es sowas gibt wie einen Lehrstuhl für Anästhesie, theoretisch. Und da ist einer, der ursprünglich Chirurg war, aber in der Zwischenzeit sich in Amerika zum Facharzt ausbilden lassen hat, zurückgekommen. Er war schon um 5 Jahre älter als ich. Und die Innsbrucker Fakultät hat den zum Professor machen wollen. Und einen Planposten beim Ministerium beantragt. Rückfrage vom Ministerium an die Wiener Fakultät, ob der vorhandene Planposten zu besetzen beabsichtigt ist. Antwort: Nein, im Augenblick nicht. Die zweite Chirurgie ist nicht besetzt, das sind noch die Verhandlungen. Und man kann nicht einem Professor, der die Klinik übernehmen soll, einen Anästhesieprofessor schon direkt vor die Nase oder eine hanebücherne Ausrede im Grunde genommen. Aber jedenfalls ging der Planposten, den der Professor Denk eigentlich für mich gedacht hatte, von der Wiener Fakultät mit einem Federstrich nach Innsbruck. Und auf diese Weise hat Innsbruck das Privileg, im deutschen Sprachraum den ersten Anästhesieprofessor gehabt zu haben. Ich bin natürlich weiterhin rührsam geblieben und konnte schon ein Jahr nach meiner Installierung als AO-Professor damals noch, außerordentlicher, den ersten europäischen Anästhesiekongress in Wien veranstalten. Da sind die Leute gekommen, nicht nur aus den europäischen Ländern, sondern bis nach Australien und vor allem auch aus den USA sind eine ganze Reihe von Leuten gekommen. Und wie dann im Jahr 64 beim dritten Weltkongress für Anästhesie der Posten des Sekretärs frei wurde, weil der bisherige Sekretär zum Präsidenten gewählt wurde, hat es auf den Vorschlag der Meierhofer, der hat ja so einen schönen europäischen Kongress organisiert, der wird bestimmt ein guter Sekretär für den Anästhesie-Weltbund werden, den wollen wir haben. Und auf diese Weise bin ich für 4 Jahre bis zum nächsten Weltkongress Sekretär gewesen. Und das Hauptquartier des Anästhesie-Weltbundes war an meiner Klinik. Das ist jetzt um 10 Jahre später gekommen, dass ein eigenes Sekretariat in London errichtet wird und ein eigenes Personal für alles und so weiter. Aber der nächste Kongress, der nächste Weltkongress, ja, 68, war dann in London, weil der outgoing Präsident ein Engländer war. Und auf die Frage, und wer soll die nächsten 4 Jahre Sekretär sein, war kein anderer Vorschlag als der, der es jetzt schon ist und soll weitere 4
Jahre weitermachen. Also würde ich noch 4 Jahre rüber hinaus. Und 4 Jahre später war dann der 5. Weltkongress in Kyoto in Japan. Und der amerikanische Präsident hat über die 4 Jahre Rechenschaft gegeben und hat darin dankenswerterweise erwähnt, dass er sehr unterstützt wurde von anderen Kollegen, vor allem vom Sekretär. Und sein Vorschlag wäre, dass der Sekretär sein Nachfolger werden sollte. Gibt es eine andere Meldung? Keine andere Meldung. Und ich wurde also nicht gewählt, sondern einfach per Akklamation zum Präsidenten der Weltgesellschaft für Anästhesiologie. Und das war der Höhepunkt meines Berufslebens, kann ich nur sagen. Und den habe ich mit 52 Jahren schon erlebt. Und das andere war dann einfach nur vergrößern und ausbauen und Position halten bis zu meinem 70. Lebensjahr. Und schön war's. Ich habe sehr genossen und konnte überall in der Welt herumreisen, weil ich so viele Einladungen bekommen habe. Zum Beispiel 5 Wochen kontinuierlich in alle Hauptstädte von den Einzelländern von Australien und natürlich Südamerika und Kanada. Nach dem Professor Kunz, der Nachfolger vom Denk war, haben wir einen Herzchirurgen als Ordinarius bekommen, der vorher in Brünn war, ein Tscheche. Und der wollte unbedingt, das hat er bei seinen Berufungsverhandlungen verlangt, eine kleine experimentelle Chirurgie neben seiner Klinik haben. Und die einzige Möglichkeit war, das Gebäude, in dem die Chirurgie war, am Dach noch um ein Stockwerk aufzustocken. Und da konnte ich direkt wieder hineinstoßen und gleichzeitig mit der experimentellen Chirurgie direkt anschließen eine ca. 50 Quadratmeter große, 50 Quadratmeter großen Areal, experimentelle Anästhesiologie dazu bauen. Den Mann dazu haben wir schon gehabt, der Professor Steinbereitner, der hat das mit großer Freude übernommen und ausgebaut. Und auch das wurde noch nach einer Weile Extraordinariat, wurde sogar ein ordentliches, eine ordentliche Professur. Wir sind beide praktisch zur gleichen Zeit dann in Pension gegangen und diese Trennung besteht immer noch bei guter Zusammenarbeit zwischen der praktischen Anästhesie und der experimentellen Anästhesie. Wir haben ja bei den alten Chirurgen noch in der Anfangszeit, wie wir so gesessen sind und die Beatmung durchgeführt haben mit der Hand, den Spitznamen Beuteldrucker bekommen. Der ist aber nicht allzu lang, hat sich nicht allzu lang gehalten, weil wir eben nicht mehr Beutel drucken mussten, sondern das im Gerät, im Narkoseapparat eingestellt haben, den Druck und die Frequenz. Ich freue mich darüber, dass das Fach sich so ausgeweitet hat und so wichtig geworden ist. Im Grunde genommen bin ich froh, dass ich nicht mehr für sowas verantwortlich bin. Weil aus der Anästhesiologie, bei der der Beatmungsteil für die Patienten gleich wie die Schmerzausschaltung und Entspannung zum Tragen gekommen ist,
Das ist heute so selbstverständlich, dass man an viele andere Dinge zusätzlich noch denken muss, Stoffwechsel etc. Ich kann nur sagen, Hut ab von der modernen Anästhesiologie, die tatsächlich im Laufe der Jahrzehnte ein Zentralfach für die ganze operative Medizin geworden ist. Und zusätzlich haben wir noch die Intensivmedizin erfunden. Die ist ja auch von der Anästhesie ausgegangen. Wir haben die erste Intensivstation in Österreich, in einem Teil des alten AKHs, der leer gestanden ist, haben wir die erste Intensivstation mit 7 oder 8 Betten aufgemacht, schon 2 Jahre nach der Installierung eines Anästhesieprofessors an der Wiener Fakultät wurde die Intensivstation im alten Teil des Allgemeinen Krankenhauses eröffnet, als erste von Österreich. Es war eigentlich im Wesentlichen Neugier von meiner Seite her, etwas Notwendiges, Wichtiges und etwas, was es vorher nicht gegeben hat, zu übernehmen und auszubauen. Wie ich Medizin studiert habe, wollte ich ursprünglich Kinderarzt werden. Also. Und dann im Krieg war ich ein bisschen in das Operative natürlich hineingezogen und habe auch damals schon gelegentlich Narkosen machen müssen. Militärspital. Ne? Und dann, wie ich gesehen habe, dass die Anästhesie viel zu wenig ausgebaut worden war bis dahin für die sich entwickelnde moderne Chirurgie, dann war das interessant, an der Seite der Chirurgen alles das, was für die Operationen sonst notwendig ist, außer dem Schneiden, auszubauen und zu bieten. Ja, ich kann es mir heute gar nicht mehr anders vorstellen, als etwas begonnen zu haben, was es nach der Beendigung meines Studiums und Beendigung des Zweiten Weltkrieges in der Medizin noch nicht gegeben hat. Zu beginnen, zu verfeinern, auszubauen und zu einem ganz wichtigen Bestandteil der gesamtmedizinischen Betreuung von uns Menschen zu machen. Er war als Vorgesetzter eigentlich so, wie er auch persönlich ist. Er war sehr wohlwollend, er war sehr, ich kann nicht sagen, dass er gütig war, er war ein großzügiger Chef. Also wenn man mit einer Idee gekommen ist, hat er sich das angehört und hat einem keinen Stein in den Weg gelegt, sondern hat gesagt, na gut, probieren wir das einmal. Er hat mich, so wie alle anderen, in einer unauffälligen Art und Weise gefördert. Es ist durchaus möglich geworden, dass ich später ein Primariat bekommen habe. Ich konnte wissenschaftlich arbeiten und er hat allen, die den Willen hatten und den notwendigen Fleiß hatten, eine stille Unterstützung gegeben, aber nie jemanden behindert. Und das ist eben eine Auszeichnung seiner Persönlichkeit. Also bekannt war ja, dass Mayrhofer nicht in der Tradition der Wiener Klinikchefs ein kleiner Herrgott, nicht nur ein Herrgott, sondern ein böser Gott war und der streng und distanziert von seinen Mitarbeitern agiert hat, sondern dass er sicher auch das Fach dadurch hier sehr günstig platziert hat und nicht nur das Anästhesiefach, sondern die Intensivpflege, die ja viel mehr dann in die Bereiche der schon bestehenden, zum Beispiel Interne, eingebrochen ist. Und durch diese menschlich lockere, verbindliche und liebenswürdige Art, er nicht nur uns, den Schülern und Mitarbeitern, natürlich den Beruf zur Freude und zum Spaß gemacht hat, sondern auch in sehr erfolgreicher Weise diese Erneuerungen im Sinne des Faches hier durchgesetzt hat. Aus den 70er Jahren sind wir sehr eng befreundet. Ich kenne ihn sehr gut und ich muss sagen, ich habe ihn also immer
bewundert, dass er eine so zielstrebige Aufbauarbeit geleistet hat für die österreichische Anästhesie, wo wir alle mit verdient, möchte ich nicht sagen, aber mit das mitgenossen haben, was er hier in Wien aufgebaut hat. Die besondere wissenschaftliche Leistung von Meyerhofer als junger Anästhesiearzt oder Assistent war eben, dass er sich mit dieser Sache wissenschaftlich beschäftigt hat, was heute klinische Routine ist. Er hat ein phänomenales Gedächtnis für seine Reisen, wo er wann war, für Kongresse, wann die wo stattgefunden haben. Wenn man ihn gefragt hat, heute bin ich ja mit ihm per Du, das ist aber schon eine Ehre damals gewesen für mich, wenn ich gefragt habe, Teddy, wann war denn dieser Kongress? Ja, dann hat er gesagt, das war dann und dann und das war in Paris oder in London oder sonst irgendwo. Ein phänomenales Gedächtnis, Zahlengedächtnis, Personengedächtnis, und das hat mich immer überrascht. Ich bin ja nicht nur bei der Geburtshilfe hängen geblieben, ich habe es dann geschafft, ein großes Spital, das SMZ Ost, zu leiten und nicht nur zu leiten, ich wurde 4 Jahre vorher schon bestellt, ich habe die OPs eingerichtet, ich habe das sozusagen die Abteilung dort gegründet und rekrutiert und das verdanke ich ihm natürlich. Zur damaligen Zeit junge, begabte Menschen, junge Ärztinnen und Ärzte für dieses junge Fach zu begeistern. Und ein weiterer Faktor war dann die Forschungstätigkeit, das Ganze also wissenschaftlich zu etablieren und vielleicht der letzte Punkt für mich, aber nicht der unwichtigste, er hat die Rolle, die Bedeutung der österreichischen Anästhesie über die Grenzen hinausgetragen. Zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich, also den Dachländern, wenn man so sagt, hat es immer gute Verbindungen gegeben, aber Professor Meyerhofer hat in die europäische Szene hineingewirkt und darüber hinaus eigentlich in der ganzen Welt. Wie ich es angedeutet habe, ist die Möglichkeit, endlich einmal mit Hilfe der Vollnarkose den Atemweg zu sichern, zu intubieren und dann eben über den Atemweg die dank aufkommenden Narkosegase darüber zu applizieren, vermischt auch mit den damals aufkommenden synthetischen Morphinen, Fentanyl und all ihren Abkömmlingen und hier wirklich die allerersten modernen Stufen der Anästhesie zu machen, die dann da und dort in Europa aufgekeimt sind. In den frühen 50er Jahren ist das Succinylcholinchlorid gefunden worden, das in Wien sehr intensiv bearbeitet wurde und hat ermöglicht, endotracheale Narkosen mit diesem Mittel sehr leicht durchzuführen. Professor Meyerhofer, damals Dozent, hat es als erster sozusagen beschrieben und die endotracheale Narkose, das Buch ist in 5 Auflagen bis in die 80er Jahre erschienen und war wirklich ein Hit für die österreichische Anästhesie. Sie haben eines der ersten Lehrbücher geschrieben, das erste Lehrbuch im deutschsprachigen Raum. Und die Ausbildung war hier immer die Mission dieser Klinik und ich glaube, dieser Mission wird sie auch heute noch sehr gerecht. Und ein zweites Feld, wo Sie vorangegangen sind und wir versuchen, Ihr Erbe sozusagen weiterzutragen, ist die Fachgesellschaft. Sie haben die Fachgesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, die ÖGARI in Österreich, gegründet. Sie sind Gründungspräsident. Ich bin zufälligerweise jetzt derzeit der Präsident. Die ÖGARI ist auch von ihrer Gründungsversammlung, wo sie von 40 Mitgliedern gesprochen haben, auf eine Fachgesellschaft angewachsen mit über 1500 Mitgliedern. Insgesamt gibt es nahezu 3000 Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesie in Österreich. Das Wichtigste war, dass er die Leute hat machen lassen. Das ist ja nicht überall. Manche Gräser an Gräzen, um den Wiener Ausdruck zu verwenden, und behindern die Leute. Also das war das Letzte, was er wollte. Ich würde es liebend gerne haben, wenn Teddy eigentlich immer bei uns bliebe, weil er natürlich für uns nicht nur eine hervorragende Vorbildsfunktion hatte, sondern weil er eben viele für uns ein Freund geworden ist.
Man kann ihm wünschen, dass er seine Zeit, die er jetzt noch hat, gut verbringen kann, dass ihm einiges an Glück beschieden ist, wie zum Beispiel die Musik. Die liebt er, er geht immer noch in philharmonische Konzerte oder ging bis vor kurzem. Gute Tage. Daddy, ich wünsche dir gute Tage. Ich persönlich möchte unserem Teddy, Professor Meyerhofer, auch zusammen mit seiner lieben, lieben Frau Elli wirklich von Herzen alles Gute wünschen, dass es Ihnen weiterhin, auch jetzt in den neuen Latifundien, Sie mussten ja die Wohnung aufgeben, dort weiter gut geht, und ich betrachte es als Privileg, dass ich hin und wieder dort anrufe und Sie sich freuen, dass man dort so ein bisschen sprechen kann und diese Zeiten beleuchten kann und in großer Dankbarkeit zurückblickt, was uns Teddy mit auf den Weg geben durfte. Teddy, vielen Dank. Er hat, wie ich schon sagte, sehr viel Humor immer gehabt, und das ist eine Auszeichnung intelligenter Menschen, dass sie eben auch Humor haben und selbstkritisch sind und in keiner Weise arrogant. Ich hätte einfach Dank und Anerkennung, wie man so schön sagt, weil ich in meiner Lebenslaufbahn natürlich von ihm, ich sagte 1959, nicht, dazwischen ist dann ein 10-Jahres-Kluft, wo man seine Berufslaufbahn ergründen kann. Ich sagte da diese puritanische Mission, die ihn da auserwählt, 1947 als junger Dr. Meyerhofer, und in dieser ganzen Zeit eben nicht nur profitieren konnte, sondern auch von seiner persönlichen Freundschaft und der seiner Gattin Elli, und mich daher diesen allen Glückwünschen anschließen möchte und auch bedanken möchte. Das passt wieder einmal zu ihm, dass er 100 Jahre alt geworden ist, denn er war immer sehr sportlich und er war immer sehr rüstig, und ich hätte es mir, es war unvorstellbar, und wenn man ihn heute sieht, glaubt man es gar nicht, aber er hat es geschafft, und ich wünsche ihm noch viele Jahre, dass er uns erhalten bleibt.